Es war einmal eine alte Ziege. Sie hatte 7 Kinder. Sie liebte sie so sehr, wie nur eine Mutter ihre Kinder lieben kann. Sie würde in den Wald gehen und Kräuter und Zweige zum Mittagessen bringen. Sie rief alle ihre Kinder an und warnte sie, Angst vor dem bösen Wolf zu haben. Er gibt oft vor, aber man erkennt ihn sofort an seiner unhöflichen Stimme und den schwarzen Pfoten. Die kleinen Kinder verstanden alles und versicherten ihrer Mutter, dass sie sehr vorsichtig sein würden. Die alte Ziege machte sich ruhig auf den Weg. Es ist wenig Zeit vergangen. Plötzlich klopfte jemand an die Tür und rief mit unhöflicher Stimme, dass die Kinder sie sofort öffnen sollten. Aber die Kinder von der rauen Stimme erkannten, dass es ein Wolf war. Sie antworteten, dass es nicht die Stimme der Mutter war, ihre Stimme war freundlich und dünn, und diese Stimme war sehr unhöflich, was bedeutet, dass es ein Wolf war. Dann ging der Wolf zum Kaufmann und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Er aß es und seine Stimme wurde dünn. Er kam zurück, klopfte an die Tür und bat die Kinder mit dünner Stimme, sie zu öffnen. Der Wolf legt seine Pfote auf das Fenster und wartet. Und die Kinder sahen sie und antworteten, dass die Pfoten der Mutter nicht schwarz, sondern weiß seien, was bedeutet, dass es ein Wolf war. Dann rannte der Wolf zur Bäckerei und bat ihn, ihm etwas Teig zu geben. Der Wolf salbte seine Pfote mit dem Teig. Der Bösewicht näherte sich zum dritten Mal der Tür, legte seine weiße Pfote auf das Fenster und klopfte an. Sie sahen die Kinder, dass die Pfote weiß war, und dachten, dass es ihre Mutter war. Sie öffneten die Tür, aber vor ihnen war ein Wolf. Sie hatten Angst und begannen sich in alle Richtungen zu zerstreuen. Ein Kind sprang unter den Tisch, ein anderes auf das Bett, das dritte auf den Herd, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter das Waschbecken und das siebte versteckte sich in der Standtür. Aber der Wolf fand sie alle, öffnete die Kiefer und schluckte eins nach dem anderen. Nur eines fand er nicht, den Jüngsten, der sich in der Uhr versteckte. Nachdem er sich satt gegessen hatte, ging der Wolf. Er streckte sich auf einer grünen Wiese unter einem Baum aus und schlief ein. Bald kam eine alte Ziege aus dem Wald nach Hause. Oh, was hat sie dort gesehen? Die Tür stand weit offen. Der Tisch, die Stühle und die Bänke waren umgekippt, das Waschbecken war kaputt, Kissen und Decken wurden vom Bett geworfen. Sie begann nach ihren Kindern zu suchen, konnte sie aber nirgendwo finden. Ich habe sie beim Namen genannt, aber niemand hat geantwortet. Sie ging zur Uhr und als Antwort ertönte eine dünne Stimme des jüngsten Kindes. Sie brachte ihn daraus und er sagte, dass ein Wolf kam und alle aß.
wie die Ziege um ihre armen Kinder weinte. Schließlich verließ sie das Haus und die jüngste Ziege rannte ihr nach. Sie kam auf die Wiese, sah, ein Wolf lag am Baum und schnarchte, so dass die Zweige zitterten. Sie sah ihn von allen Seiten an und sah, dass sich in seinem geschwollenen Bauch etwas bewegte und zappelte. Sie vermutete, dass dies ihre Kinder waren und war sehr glücklich, dass sie noch lebten. Sie sagte dem Kind, es solle so schnell wie möglich nach Hause rennen und eine Schere, eine Nadel und einen Faden mitbringen. Dann schnitt die Ziege dem Wolf mit einer Schere den Bauch ab und von dort streckte ein Kind den Kopf aus. Und dann sprangen andere heraus, alle sechs, und ihnen passierte nichts Schlimmes. Was für eine Freude es war. Sie begannen ihre Mutter zu umarmen, zu springen und zu tanzen. Dann sagte die alte Ziege, es wäre schön, dem Wolf eine Lektion zu erteilen, während er noch schlief. Sie zogen Steine und stopften sie in den Bauch des Wolfes. Eine alte Ziege nähte seinen Bauch, aber er bemerkte nichts, bewegte sich nicht einmal. Der Wolf schlief, stand auf und verspürte einen solchen Durst in seinem Bauch, dass er beschloss, Wasser aus dem Brunnen zu trinken. Er näherte sich kaum dem Brunnen, bückte sich zum Wasser und schwere Steine zogen ihn auf den Boden des Brunnens. Sieben Kinder sahen das und begannen vor Freude mit ihrer Mutter zu tanzen. So haben sie dem bösen Wolf eine Lektion erteilt. Es war einmal ein König, der in einem fernen Land lebte. Und er hatte 11 Söhne und eine Tochter, Eliza. Die königlichen Kinder lebten gut und sorglos, bis ihre Stiefmutter in ihrem Leben auftauchte. Niemand wusste, dass die neue Königin eine böse Hexe war. Sie hasste die Kinder des Königs, beschwerte sich immer über sie und träumte davon, sie aus der Burg zu vertreiben. Die böse Königin verleumdete arme Kinder so sehr, dass der König selbst bald begann, ihren Worten zu glauben. Zuerst schickte er seine Tochter weg, um in einem nahegelegenen Dorf aufzuziehen. Dort sollte sie bis zum Alter von 15 Jahren leben. Die böse Königin wollte die Jungen auch wegschicken, aber sie waren noch zu jung. Deshalb ließ der Vater sie im Schloss. Und dann ging eines Tages eine böse Zauberin ins Kinderzimmer und verzauberte die Söhne des Königs. Sie verwandelte sie in 11 wilde Schwäne und öffnete dann das Fenster. Und die Jungen, die Vögel wurden, flogen aus der Burg. Jahre vergingen und Eliza wurde 15. An diesem Tag kehrte sie in den Palast zurück. Während sie auf die Ankunft des Königs warteten, traf das Mädchen ihre Stiefmutter, die wütend war, dass die Prinzessin jetzt im Palast leben würde. Und Eliza, müde von der Straße, bemerkte nicht, wie sie einschlief. Nachdem die Königin den richtigen Moment gewählt hatte, betrat sie den Raum und verzauberte das Mädchen. Plötzlich wurden die Haare der Prinzessin schmutzig und ungepflegt, und ihr Gesicht veränderte sich und verdunkelte sich. Zu dieser Zeit kehrte der König in die Burg zurück. Er vermisste seine Tochter und träumte davon, sie zu treffen. Als der König den Raum betrat, sah er, dass das Mädchen auf dem Bett der Prinzessin überhaupt nicht wie seine Tochter war. Er wurde wütend und befahl, den Fremden aus der Burg zu vertreiben. Eliza musste die Nacht im Wald verbringen. Am Morgen wusch sie sich im Teich, der Zauber schlief und das Mädchen wurde wieder eine Schönheit. Sofort traf sie eine freundliche alte Frau. Sie erzählte der Prinzessin, dass sie jeden Abend 11 Schwäne in goldenen Kronen am Fluss sieht. Dann ging Eliza zum Wasser. Bei Sonnenuntergang flogen auch Schwäne dorthin, die sich in diesem Moment in ihre Brüder verwandelten. Sie erkannten sofort Prinzessin Eliza und umarmten sie. Die Brüder erzählten dem Mädchen, dass die böse Stiefmutter sie verhext hatte. Und jetzt verwandeln sie sich jeden Morgen in Schwäne und kehren nachts zu ihrem wahren Aussehen zurück.
Am Morgen verwandelten sich die Brüder wieder in Schwäne, nahmen Eliza mit und legten das Mädchen in einen Korb aus Weidenrinde. Die Prinzessin war glücklich, mit ihren Brüdern durch den Himmel zu fliegen. Es schien ihr, dass es ein wunderschöner Traum war, und bald schlief sie wirklich ein. In einem Traum erschien ihr die Fee des Schlosses, die erzählte, wie man die Brüder retten kann. Eliza musste ein paar Brennnesseln pflücken und 11 Hemden für die Brüder weben. Aber nichts sagen, sonst würden die Brüder für immer verschwinden. Am nächsten Morgen begann das Mädchen Brennnesseln zu sammeln. Das Gras verbrannte ihre Hände, aber Eliza pflückte es weiter. Plötzlich wurde das Mädchen von einem hübschen Prinzen bemerkt, der in der Nähe jagte. Er war fasziniert von der Schönheit der Prinzessin und ging auf sie zu, um Hallo zu sagen. Aber Eliza erinnerte sich an das, was die Fee sagte, und sagte deshalb kein Wort. Der Prinz war beeindruckt von der Stille der Waldschönheit, also nahm er sie bald als seine Frau und brachte sie zu seinem Schloss. Während sie Tage im Palast verbrachte, webte die Prinzessin weiterhin heimlich Brennnesselhemden. Aber eines Tages sah der Berater des Prinzen, wie Eliza dies tat. Er verbreitete Gerüchte, dass die Prinzessin nachts ein Zauberer war und hätte verhaftet werden sollen. Im Laufe der Zeit glaubte der Prinz auch, dass seine Frau eine Hexe war. Dann befahl er seinen Soldaten, das Mädchen im Gefängnis einzusperren. Doch auch im Gefängnis webte die junge Prinzessin weiterhin Hemden. Endlich kam der Tag, an dem Eliza das letzte Hemd fertig genäht hatte. In diesem Moment öffnete sich die Kerkertür und die Prinzessin wurde vor Gericht gestellt. Sie beschlossen, das arme Mädchen zum Tode zu verurteilen. Und in diesem Moment, als der Richter das Urteil vorlas, stiegen 11 Schwäne vom Himmel herab. Eliza zog Hemden unter ihrem Rock hervor und warf sie über die Vögel. Ihre Brüder wurden sofort menschlich, aber die Prinzessin hatte nicht genug Brennnesseln für die Ärmel des letzten Hemdes, also hatte der jüngere Bruder Schwanenflügel anstelle von Armen. Dann erzählten die Brüder ihre Geschichte. Und der Prinz, der tief an die Unschuld seiner Frau glaubte, bat Eliza um Vergebung. Die Prinzessin vergab ihrem Mann sofort. Schließlich waren die Brüder frei und Eliza war glücklich. Zusammen kehrten sie ins Schloss zurück. Der Vater erkannte seine Kinder und konnte sich viele Jahre lang nicht verzeihen, dass seine Stiefmutter ihn betrogen hatte. Und die böse Zauberin selbst verwandelte sich in eine Krähe und flog davon, um niemals zur Burg zurückzukehren.